Manchmal gibt es einfach ganze Haufen Elemente, die in einem total uniformen Raster mit einem Haufen Spalten rein müssen, wo alle gleich breit sind. So wie ich es bis jetzt gezeigt habe, tut man Spalten definieren, indem dass man sagt Grid Template Columns und dann für jede Spalte einen Wert schreibt. Ich habe jetzt hier 4 Spalten an 100 Pixel definiert. Wenn es noch mehr Spalten werden sollen, dann wird es ein bisschen repetitiv und es gibt auch lange Ziele und es wird dann mit der Zeit unübersichtlich, wie viele das überhaupt sind. Für das gibt es eine Abkürzung. Ich kann schreiben Repeat und dann Klammern und dann sage ich, wie viele Spalten möchte ich und wie breit sollen die sein. Zum Beispiel 6 Spalten, 100 Pixel breit. Und das gibt mir einen 600 Pixel breiten Raster. Mit 6 Spalten jede 100 Pixel breit. Manchmal ist das genau das, was man braucht. Aber da ist es jetzt so, einerseits, wenn der Viewport kleiner ist, dann wird der Raster angeschnitten. Und wenn er grösser ist, dann gibt es da einen Haufen Leerraum. Man könnte jetzt sagen, da braucht es mehr Spalten. Und man könnte jetzt für jede für jeden Schritt, wo der Viewport kann wachsen kann, eine Media Query mit Sonderregeln oder mit zusätzlichen Regeln schreiben. Aber auch das ist nicht besonders effizient und es gibt einen recht schönen Trick für das, zusammen mit der Repeat, mit dem Repeat-Wert. Es ist nämlich möglich, keinen fixen Wert anzugeben, sondern zu sagen Auto-Fill. Und was das jetzt macht, ist, der Browser misst den Viewport und tut dann mit 100 Pixel breiten Spalten auffüllen. Da ist es jetzt so, dass am rechten Rand gerade 100 Pixel nicht mehr Platz haben. Wenn ich den Viewport etwas vergrößere, dann gibt es eine neue Spalte. Und dann wartet man wieder, bis 100 Pixel Platz haben. Und dann gibt es eine neue Spalte. Und so passt sich das an. Und ist responsive. Wenn jetzt der Leerraum auch noch stört, gibt es auch für das eine Möglichkeit, das zu umschiffen. Und zwar ist es möglich, da keinen fixen Wert anzugeben, sondern zu sagen min-max. Das ist auch so ein Wert mit Klammern. Zuerst kommt das Minimum und dann das Maximum. Und in dem Fall jetzt kann man das Maximum offen lassen und sagen 1FR. Und was das bewirkt, ist, dass es eine Spaltenbreite von mindestens 100 Pixel und dann so viel Platz wie möglich ist dazu. Und Autofill füllt den Viewport mit solchen Spalten, das heisst, sie sind alle 100 Pixel breit und der restliche Platz, der noch da ist, der wird unter diesen Spalten aufgeteilt. Und so sind alle gleich breit und sie füllen den Viewport. Also wenn ich das jetzt verbreitere, dann tun zuerst die Spaltenbreiten wachsen. Bis wieder eine 100 Pixel breite Spalte rein mag. Das heisst, die Spaltenbreiten wachsen. Und dann gehen sie wieder auf 100 Pixel zurück. Das heisst, es springt dann immer ein bisschen, aber dafür ist der Viewport immer ausgefüllt mit regelmäßig breiten Spalten. Also das heisst, da ist keine Media Query nötig. Das ist total responsive und man weiß immer ungefähr, was für eine Spaltenbreite, dass man hat nämlich ungefähr 100 Pixel plus ein bisschen mehr. Und manchmal ist das genau das, was man braucht, zum Beispiel, um einen Haufen Sponsoren, Logos abzubilden.